Hallo Twitch. Hallo Twitch. Ich hab's voll verpennt. So. Ich hoffe, Nico oder Gorn oder. Ich hoffe, Nico Oder Gorn machen mal eben noch eine Steam-Ankündigung, das wäre sehr nett. Das ist mal alles zumachen, ey. Holy shit, mein Mittagsschlaf ist voll eskaliert. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich nur kurz schlafen und dann habe ich Chicos Bauch gehabt und der war so flauschig, dass ich habe einfach verpennt. Und die Hitze hat mich total gewurmt, ey, es tut mir echt leid. Aber ich bin jetzt da und es kann jetzt losgehen mit Detroit Become Human. Ich habe mega Bock, ich bin schon sehr hyped. Ich weiß nicht, ob wir es heute durchzocken werden. Ich bin immer noch total müde, ey. Ich weiß nicht, ob wir es heute durchzocken werden. Es kann sein, dass wir am Sonntag dann erst das Ende erleben. Aber vielleicht spielen wir es ja heute schon durch. Hallo, Gorn. Eins plus Zocker. Das Problem ist auch, ich habe den ganzen Tag eine Klimaanlage hier angehabt. Und in meinem Schlafzimmer ist es todeswarm. Und ich habe mich in mein Schlafzimmer gelegt und es hat mich voll ausgenockt. Aber wir warten jetzt mal, bis alle das mitgekriegt haben. Dass ich live bin. Mach mal ein Event in der Gruppe. So. Lucien ist wieder spielbar. Okay, ich habe hier voll den LOL-Chat. Ich hoffe, ich werde heute nicht vom Kratzbaum erschlagen. Das wäre uncool. So. Okay. Wir setzen die Story fort. Ein Upload. Kackt ab. Warum kackt jetzt mein Upload ab? Jabko? Heißt du Gina? Wie ist es dir ergangen heute noch im Stream? Wir spielen jetzt schon eine Weile zusammen. Ich habe mich gefragt, sind wir Freunde? Nein. Oh, verstehe.
Kein Problem. Hab ich's jetzt verärgert? Ich habe damit ihr nicht groß zu tun. Bin halb mal diese. Was? Bitte halb mal diese grandiose Frau. Oh, süß, okay. Warten Sie. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen? Vielleicht. Vielleicht sollten wir besser nichts verändern. Ja, ich will daddeln. Wie Sie möchten. Die Arme. Ein bisschen meinen Stream ein bisschen leiser machen, sonst das Spiel ist so laut. Hallo Cowboy, grüß dich. Und Holy, ich weiß gar nicht, ob ich Holy hatte. Hey Boki. Hallo Bisu, ich habe euch alle nicht gegrüßt, merke ich gerade. Ich grüße euch einfach alle. Ihr seid die Besten. Ihr seid wirklich die Besten. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Oh, das freut mich so. Ich habe gesehen, dein Donation Goal ist voll und ich freue mich sehr, weil du musst jetzt zur ESL Cologne kommen. Ja. Das bist du mir schuldig. Du nimmst Schaf, ich nehm Tina. Du bist Low Stalker. Die Beste. So. Richtig hier angeklickt. Ein bisschen Mucke an. Sehr chillig. Ja, wer ist denn das? Ach, das ist. Ja. Coco. Nix. Ich hab deinen Steam-Download beendet. Ich rein Stream-Merch-Up. Der hat auch nie was an, der Typ, ey. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Wir sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Hey, Gerrit. Alles wird gut. Oh, Stuki. Also, unsere Mitfahrerin sieht hier sehr, sehr nervös aus, muss ich sagen. Ich glaube, hier erwartet uns noch was. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden. Nein, ich will es ausschalten. Krankenhäuser und Schulen. Ach Gott. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Ja. Wannabe, hallo. Ich sehe übrigens noch ein bisschen verknautscht aus. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, ey. Ich war im Tiefschlaf heute Mittag, ey. Ich habe noch mit Hubbel an der Homepage gearbeitet. Und dann. Danke. Danke. Ich habe mit Hubbel ganz viel an der Homepage gearbeitet und dann hat es mich voll ausgenockt danach. Nudel mit Tomatensauce, bitte. Die hat übrigens ungefähr so eine ähnliche Figur wie ich. Ich würde mich so einschätzen, nur dass ich glaube, meine Waden dicker sind. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr 10 Minuten, da hat sie 4 Stunden gepennt. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. $50, wow. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Danke, Coco. Und seid vorsichtig.
Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Okay. K&M? Lol. Habt ihr gesehen, da war ein K&M? Hab ich das jetzt nur gesehen oder habt ihr das auch gesehen? Habt das auch gesehen, oder? Da ist ein K&M-Shop da hinten. Ich will mal Sammy besuchen. Mir geht's gut, bis auf dass ich ultra geschafft bin irgendwie. Also ich bin richtig gerädert. Aber ich konnte den Stream heute nicht ausfallen lassen. Ich bin so aufgeregt. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Oh, Connor, das ist so ein richtiger Abweichling, ey. Ach nee, wir suchen sich auch Jericho, oder? Echt jetzt? Wir suchen jetzt mit Connor Jericho? Ich glaube, es kommt gleich zum richtigen Showdown, Leute. Aber das Schiff, das fährt doch nicht mehr. Das war doch ein kaputtes Schiff, oder? Oh, hattest heute deine OP, Gerrit. Gute Besserung. Zum Glück ist alles gut gegangen. Wenn du hier so reinschreibst, gehe ich davon aus, dass alles okay ist, mein Lieber. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Suche für einen warmen Ort. Ey, ich komm doch mal an die Hand. Die ist so süß, die Kleine, ne? Richtig voll hier in Jericho jetzt, oder? Ist das hier das Ersatzteillager? Okay. Hier ist es warm. Ist ein Feuer. Ich hab's mir voll gegen die Tonne geklatscht. Hey, Ari. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Unsere Alice ist richtig erkältet, ey. Die hat seit Tagen Fieber. Ich suche diesen Marcus. Das ist nicht so gut. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Okay. Ich habe noch nicht Deadpool 2 geguckt. Ich will es morgen gucken, eigentlich morgen Abend. Aber ich glaube, ich bin viel zu erschöpft fürs Kino. Ich glaube, ich werde morgen Abend schlafen. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. So, okay, wir gehen ins Marcus suchen. Connor ist da. Also ich muss ehrlich sagen, in dem Outfit finde ich Connor extrem heiß. Ich weiß auch nicht warum. Ich wollte morgen mit ins Kino kommen, ja. Behalte dich unauffällig. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören.
stören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewaltig. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Das war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Wir müssen etwas tun. Wir können uns doch nicht einfach so abschlachten lassen. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus... Leute, ist das C4? Menschen, die frei sein sollen. Nach der Androidenkrise und der... Es sieht mega hot aus, oder? Ich weiß auch nicht, was an ihm ist. Das sieht ultra attraktiv plötzlich aus. Mit seinem zivilen Outfit. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass der so hübsch ist. ...was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Messi, hallo! Doch es ist unmöglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwell forderte die Ansetzung. Ja, bin verliebt. Zum Status der Arktis. In jedem Fall. Ladies, wir müssen jetzt ganz stark sein. Okay, wir haben schon das Kind gefunden. Aber wo ist Marcus? Ich dachte schon, ich hab's schon wieder verkackt. Okay, jetzt spiel ich sie weiter. Wie cool ist das bitte gemacht? Ich bin schon wieder totally in love, ey. Dass ich jetzt hier alle Charaktere spiele. Ich bin das erste Mal hier oben. Marcus, wo könnte der denn stecken? Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich hier ist Marcus. Die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Haben ihn gefunden. Der Kreml hat noch keine. Bist du Marcus? Oh, Stucki. Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten. Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Nice. Marcus hilft uns. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Da kommt Connor hoch. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Ich hab Angst vor ihm, weil der ist Polizist. Habt ihr gesehen? Connor ist vor die Treppe hochgekommen. Was ist jetzt passiert? Warum ist es ausgegangen? Hilfe! Mein System wurde gehackt. What the fuck? Holy shit, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Das macht mir jetzt echt Angst. Das ist meine PS-RIP.
Mein Pass ist RIP. What the fuck? Meine PS ist RIP. Jetzt wieder an. Holy shit. Was passiert hier? Ich mach mir gleich in die Hose. Zum Glück bin ich nicht allein zu Hause, ey. Da hätte ich jetzt voll Angst. Kennt ihr diese Szene? Kennt ihr die Gremlins? Da gibt's doch bei Teil 2, wo dann so das Bild weggeht und die Gremlins so... So in diesem... Kennt ihr das? Kennt das jemand? Das habe ich als Kind voll geglaubt. Ich dachte, die sind in meinem Fernseher. Bitte noch größer, No Signal. Bis jetzt tut sich noch nichts hier. Ist auch ultra heiß, ey. Meine Playsee ist ausgegangen. Übertrieben heiß. Weiß. Tut mir leid, ich war das doch nicht. Vor allen Dingen gerade, wo es so spannend wurde. Ist noch an. Noch an. Steht zwar nur Signal da, aber sie ist noch an. Die steht hier. Die steht hier so mitten auf dem Tisch. Also sie hat auf jeden Fall genug Luft. Die ist aber ultra heiß. Hat mir meine Capture Card neu. Aber beim automatischen Update. Der hat doch ihre Lüftungsschlitze hinten. Und hinten ist komplett frei. Die kann die ganze Zeit rausballern. Ich habe die nicht mal hingelegt, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man die legt, wird die heißer, als wenn sie steht. Tut mir leid, Chat. Also, jetzt geht's weiter. Gott, wie aufregend. PlayStation, was machst du mit mir? Oh shit, ich hab voll erschrocken. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Hat Connor jetzt einen kompletten Ausraster und hat gesagt, hier wird jetzt nicht mehr weitergespielt. Jetzt Schluss. Und Jericho einen Stecker gezogen. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt bin. Das ist
Teil des Spiels. Ich habe es für eine Sekunde wirklich geglaubt. Wie gesagt, damals bei diesem Gremlins 2 Film habe ich das auch geglaubt, dass die in meinem Fernseher sind und das Fernsehen gehackt haben. Bin sehr leichtgläubig. Hallo Insax. Okay. Ah, hier sind wir. Die Androiden haben nichts getan. Müssen wir nochmal zu Markus gehen. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen, Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung. Ganz schön gefährlich, da auch so einen Menschen mit reinzunehmen nach Jericho, so diese kleine. Was machen wir, wenn das jetzt wieder ausgeht an der Stelle? Dann bin ich traurig. Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ja, Games, oder? Die Lösung für alles. Geht's dir mal schlecht, Wir Games. Da hilft doch was von Ratiofarm und Wir Games. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Hallo, guten Tag. Du weißt, die Menschen hassen. Grüßt ja alle wie Humpel, Cookie Power. Warum beschützt du es? So, wir sagen nochmal, dass wir eine Verbindung haben. Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. So, Achtung. Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Jetzt kam Connor aber nicht die Treppen hoch. Ja, habe ich den hier mit Connor verwechselt? Das war doch gar nicht Connor. Oder ich habe den verwechselt vorhin. Deswegen ist auch die Konsole ausgegangen. Ich hab gesagt, wie kannst du mich mit einer Frau verwechseln? Hat einfach einen Ausknopf gedrückt. Es geht schon mal weiter, Hype. Hype mal ein bisschen rein. Es geht nicht ausgegangen. Wir sehen können, dass die CD an der Stelle kaputt ist. Es geht weiter, Hype. So grüßt man richtig. Ist richtig so. Ja. Hallo, guten Tag. Sagt der Huppe immer, wenn er kommt. Im Chat. Wenn er in den Chat joint. Hallo, Roka. Was? Das hat er nicht gemacht, oder? Der Vater hat Alice in Auftrag gegeben. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie ist gar kein Mensch. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest. Und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Hey, no, sie ist doch kein Android. Ey, das ist doch kein Android. For real? No way. Der hat das einfach nur für Geld, hat er dir einen Auftrag gegeben, dass sie eine Vorlage haben oder so. Alice ist doch kein Android.
Niemals. Ich schneide dir jetzt, wenn ihr blutet. Ich guck, ob die blutet. Das ist voll das Messer ins Bein. Kara, stimmt irgendwas nicht? Für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Ich glaub das nicht. Jetzt ein Stück abgeschnitten. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir sind entschlossen. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg, aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Deine Rede im Fernsehen klang wie eine Kriegserklärung. Gewalt führt nur noch zu mehr Gewalt. Man erntet, was man sät. Und vielleicht war mein Urteil getrübt von Wut. Aber ich tat das alles für unser Volk. Das hier führt doch zu nichts. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Wir müssen uns ihnen stellen. Wir haben keine Wahl. Das ist Wahnsinn. Holt alle Waffen, die ihr finden könnt. Wir werden Detroit befreien. Du machst einen Fehler, Marcus. Du kannst Freiheit nicht mit Blut kaufen. Ich wollte auch eigentlich einen Krieg. Was ist da passiert? Das wollte ich eigentlich alles nicht. Bin nachdenklich. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Was? Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Leute, die können das ja das vor allen Dingen auch. Das könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Wow. Ablehnen. Wir sollten nicht wie sie werden, Noth. Damit könnten wir die Menschheit auslöschen und überleben. Bei uns macht ja die Strahlung nichts. Ich hoffe, du hast recht. Oh mein Gott, ich freue mich schon auf den zweiten Run im Spiel, wenn ich das nicht ablehne und das Ding zünde. Froh bin ich zu kennen. Schmutzige Puppe. Hey Loki. Oh, jetzt wird's heiß. Machen wir uns bereit. Wir haben keine Zeit für sowas. Die nächsten Stunden sind entscheidend. Ich gehe zu den anderen.
alle drauf gewartet habt. Man muss sowas auch immer ein bisschen rausprickeln. Man kann doch nicht immer direkt. Hallo? Das muss knistern. Man muss die Spannung aufbauen. Ob ihr direkt beim ersten Date küsst, Mann. Benehmt euch mal. Außerdem hab ich Bock auf Connor. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Wir können uns küssen, wenn wir die alle befreit haben. Halte Marcus auf. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Du kommst jetzt mit. Wir sind auch dein Volk. Wir kämpfen auch für deine Freiheit. Du musst nicht länger ihr Sklave sein. Hilfe, was soll ich tun? Auf wessen Seite bin ich eigentlich? Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Aber... Wir alle sind mehr als das. Ach Gott. Bleib zurück, oder ich schieße. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Vielleicht mehr als dein Programm. Entscheide dich jetzt. Ich werde ein Abweichler. Sie werden Jericho angreifen. Was? So aufgeregt gerade. Wir müssen hier weg. Scheiße. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Schnell!
Nein, nicht Luther! Oh nein, bitte nicht! Sie kommen von allen Seiten. Unsere Leute sind im Frachtraum. Das ist ihr Ende. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wo ist Josh? Ich weiß nicht. Wir wurden getrennt. Ich wollte es nicht drücken. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Ist da irgendjemand eine Waffe, die ich aufheben kann? Mann, wo sind eigentlich die ganzen Geräte hin? Oh shit. Kommt, Gott, falsch gesichtet, er bitte Befehle. Vor allen Dingen, sie schießen auf alle, wenn sie denen doch lebend holen sollen. Wieso schießen sie auf alle? Okay, ne, Moment. Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette alles! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Wir sind eine Familie, wir müssen auch Mutter helfen. Was machst du? Ich lass dich nicht hier. Kara, nein! So sehr ich auch immer Alice beschützt habe, Luther gehört jetzt mittlerweile zur Familie. Ich würde dir niemals zurücklassen. Keine Bewegung! Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Luther. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt. Passt gut auf euch auf. Warum soll ich sie jetzt auf... Das ergibt gar keinen Sinn. Warum soll ich sie jetzt doch aufmachen? Wir konnten nichts tun. Wir müssen los. Oh oh. Oh, ich dachte schon, es hat sich aufgehangen. Einfach zu warm in meinem Raum für die Geräte.
Kamerateam aus. Hör du! Stopp! Nein, Alice hasst mich nicht. Nein, ich wollte Eingreif drücken. Oh mein Gott, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh Gott, ich hasse mich gerade. I'm sorry. Ich wollte Kreis drücken. Warum machen die denn das Eingreifen, was das Wichtigste ist, auf X, wo der Daumen die ganze Zeit drauf liegt? Mach doch Ablehnen auf Kreis, Mann. Dieses Spiel. Ich habe gerade richtig Wut drauf. Ein Ausgang. Geschafft, Alice. Stopp. Verschwinden von hier. Oh mein Gott, das habe ich so oft schon geträumt, dass ich in so einer Situation bin, ne? Holy shit. Schnell, wir müssen weg. Ich war voll drin, ey. Ohne Witz, ich habe das schon übelst oft geträumt, dass mir sowas passiert. Und ich mich dann totstelle. Keine Bewegung! Geh zu den anderen! Markus ist so cool, ey. Ultra angespannt gerade, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nein! Nein, nicht North! Oh mein Gott, auf jeden Fall North retten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. No, ich hab so kack. Schuss abgekriegt. Es war doch links. Ich hab richtig gedrückt. Das ist geskriptet. Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet.
Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Hackett. Es ist noch nicht vorbei. Jetzt ist der heiße Connor tot, Mann. Er war viel heißer als Marcus. Ja, moin. Ernsthaft? Was hab ich denn alles verpasst wegen einer Entscheidung? Lol. Cyberlife wird einen neuen Connor schicken. Guckt euch das mal bitte an, wie krank das ist. Holy shit. Oh Gott, wir werden... Cyberlife wird einen neuen Connor schicken. Wie oft haben wir diesen Scheißsatz schon gelesen, Mann? Also der dritte Connor war echt der heißeste von allen. Hallo, Dystropa. Sind wir bei Carl? Wir sind bei Carl, Leute. Oh mein Gott, jetzt wird's emotional bestimmt. Hilfe, ich heule. Alarm deaktiviert. Willkommen zu Hause, Marcus. Wie spät ist denn das? Ist er schon im Bett? Ich gehe halt erstmal direkt hoch in sein Schlafzimmer. Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Carl. Carl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Komm schon. Chat, bitte bleibt hart. Ihr wisst, dass ich ins Heule, Mann. Reißt euch zusammen. Oh Gott. Carl. Nein. Marcus. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Carl. Ich habe sie so sehr vermisst. Ich Chat, reißt euch zusammen, Mann. Was ist los, Marcus? Beruhigt euch. Ich bin völlig ratlos, Carl. Um mich herum bricht die Welt zusammen. Ich möchte das Richtige tun. Ich suche nach Antworten, Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Wait. Das ist denkbar ungünstig gerade, Mann. Ah,
Aber jetzt können wir... Hey. Wir können jetzt entscheiden, was wir antworten. Das ist gar nicht so schlecht. Ich möchte eigentlich... Ich habe eigentlich zwei Tendenzen. Ich möchte eigentlich um Rat bitten, aber ich will auch auf Entscheidung drücken. Danke nochmal, P-Stern in orangefarbenem Quadrat, kleines schwarzes Quadrat, achtzackiger Stern, Frauensymbol, Abstimmungsfeld mit Häkchen, kleines weißes Quadrat, Männersymbol, Erniedrigungszeichen, Pfeil nach oben und unten, Stern in orangefarbenem Quadrat, kleines schwarzes Quadrat. Aber ich glaube, die sich so lang die Nachricht. Gekreuzten Knochen, Pfeil nach links, unten, achtzackiger Stern, Heißgetränk, Schneemann, Erniedrigungszeichen, Radio. Radioaktiv, kleines schwarzes Quadrat, Schneemann im Schneepfeil nach links und rechts, Stern in orangefarbenem Quadrat, kleines weißes Quadrat, Abstimmungsfeld mit Häkchen, Erniedrigungszeichen, heiße Quellen, achtzackiger Stern, radioaktiv, Pfeil nach rechts und ein Stern in orangefarbenem Quadrat. Suddenly quiet. Okay. Dankeschön, Tobio, für 5. Ja, gutes Timing. Ich muss sagen, dein Timing, du hast deinen Meister Stuki übertroffen. Tatsache. Ich hätte nicht gedacht, dass Stuki jemanden übertreffen kann, aber... So, um jetzt nochmal zurückzugehen. Ich werde Karl um Rat... Ich werde eine Entscheidung treffen. Ich will nicht, dass Blut fließt. Egal welcher Farbe. Aber sie schlachten mein Volk einfach ab. Ich muss eine Entscheidung treffen, die Millionen Leben betrifft. Und ich sage ihnen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du bist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Ich bin so froh, dass wir Marcus nochmals, dass wir Karl nochmal getroffen haben. Und dass er halt, ich meine, er sieht nicht gut aus. Aber wir haben nochmal mit ihm reden können. Und er hat sich gefreut, dass wir da waren. Das macht mich sehr, sehr froh. Der letzte Connor ist leider gescheitert. Du wirst ihn ersetzen. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Den Anführer der Abweichler zerstören. Geh, Connor. Und enttäusche mich nicht. Duki, vielen lieben Dank für dein Sub-Geschenk an den lieben Tobio. Vielen Dank, dass du einen Sub rausgehauen hast. Dankeschön. Und Tobio, willkommen bei den Salzstreuern. Ich habe nur jetzt gerade mal die Alerts deaktiviert, weil ich euch Trolls kenne. Und weiß, dass ihr... Wir sind gerade beim Showdown und ich glaube, das würde einiges ein bisschen kaputt machen. Deswegen habe ich es erstmal deaktiviert. Amanda ist safe Skynet. Amanda ist Wagnet, Leute. Ich weiß euren Support trotzdem zu schätzen. Alles gut, Tobio, mach dir keinen Kopf. Alles gut. Zum Glück haben wir North gerettet. Wie ist die Lage? Überprüfen. Ne, wie ist die Lage? Sie sagen, sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Wie ist die Lage? Also treiben sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein.
Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Hallo, Tommy Bully. Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Jetzt ist nichts übrigens der perfekte zählt. Moment für einen Kuss. In ein paar Stunden. Spielmacher. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Hallo, das Aber Logo. Was immer du wählst, wir folgen dir. Weil jetzt haben wir sie nämlich safe. Versteht ihr? Wir haben sie jetzt safe. Und das muss man nämlich, das müsst ihr nämlich mal sehen. Man muss auch manchmal Sachen opfern und sagen, nee, wir küssen nicht, aber jetzt ist sie safe. Ich könnte der Date-Doktor sein, oder? Ich konnte sie leider jetzt nicht küssen, aber ich hätte es jetzt gemacht. Ari. Okay. Wir bleiben mal fokussiert, Leute. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen, ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Ich hätte so gern Connor jetzt dort sitzen gehabt, ne? Aber leider habe ich es verkackt. Rette unser Volk. Safe Call hätte Connor jetzt auch hier gesessen. Informiere deine Leute über deine Entscheidung. Gott, was habe ich denn jetzt für eine Entscheidung? Ziehen wir in den Krieg? Verschwinden wir einfach? Flüchten wir? Versuchen wir undercover zu leben? Inkognito? Das ist unsere Entscheidung. Ich habe gar keine Entscheidung getroffen. Wartet mal. Wait, sitzen hier kopflose Androiden? Holy shit. Ich glaube, wir müssen in den Krieg ziehen. Es nützt ja nichts anderes, oder? Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Okay. Marschiere friedlich zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen, eine Demonstration. Oder starte einen Angriff auf die Lager, um die Androiden zu befreien. Revolution. So, wenn wir uns jetzt mal zurückdenken an unsere erste Demonstration, die wir gemacht haben, da wurden sehr, sehr viele von uns abgeschossen. Ich habe Angst, wenn ich jetzt auf Demonstration klicke, dass letztendlich alle von uns erschossen werden. Aber ich möchte eigentlich auch keinen Krieg anfangen. Sabine, du drückst einfach, okay? Das Ding ist, wenn wir Kriege sind scheiße. Kriege fordern mehr Menschen, als dass eine Demonstration oder
der Versuch nach einer friedlichen Lösung fordert vielleicht auch Menschenleben, aber ich glaube, dass ein Krieg einfach mehr Menschenleben, also der Androidenleben, fordern wird. Und ich habe die ganze Zeit mit Marcus gepredigt, dass wir friedlich sind, dass wir keine Gewalt anwenden. Ich hoffe einfach, dass uns die öffentliche Meinung auch hilft, halt, dass die Presse da ist und es zeigt und zeigt, dass wir machen es friedlich, Leute. Ich weiß, dass ihr alle für Krieg und Zerstörung seid, aber wir versuchen es friedlich. Ich glaube immer noch fest daran, dass wir das friedlich lösen können. Und auch Carl hätte das gewollt, dass wir das friedlich machen. Er hat ja im Krankenbett gerade eben gesagt, dass die Menschheit so alt ist und sich so zerstört immer gegenseitig. Und wir sind jetzt dafür da, das zu ändern. Wir sind dafür da, einen Schlussstrich zu ziehen und keinen Krieg zu führen. Und deswegen gehen wir demonstrieren. Ich weiß. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Dünnes Eis. So, wir schauen noch mal. Sabine, hör doch mal auf, meine Tasten zu drücken. Mann, jetzt hör doch mal auf. Wo bin ich denn jetzt? Mann, jetzt hör doch mal auf, mein Mikro zu verschieben. Ey, diese Katze. Lass das jetzt hier vorn. Du kannst mir das nicht immer ins Gesicht reindrücken. Genau, geh einfach. So. Seit 6 Uhr heute Morgen. Nein, habe ich nicht an irgendwo. Nationale Ausgangssperre. Der Hallo, Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe mal, wie viel Geld, jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Das mit den Lagern erinnert mich gerade an was, ey. Bitte! Madam President! Bitte! Madam President! Bitte! Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Madam President, stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Sehr gute Antwort. Madam President, bitte! Madam President, was passiert jetzt mit CyberLife? Werden Androiden jetzt verboten? Wir arbeiten sehr eng mit CyberLife zusammen, um alle Abweichler zu neutralisieren. Ich werde dazu keine weiteren Kommentare abgeben, bis wir die Androidenfrage gelöst haben. Bitte! Bitte! Bitte!
Madam President! Madam President, die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Hey Ella. Bitte? Ist einfach so traurig, das so gerade zu durchleben, halt dieser, dieser Hass. Bitte. Madam President. Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Danke. Das wäre alles. Eine letzte Frage, bitte. Kommen Sie zurück. Mit Clinton? Ja, die hat echt eine Ähnlichkeit mit Hillary Clinton. 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Och, ich hasse Missionen, wo ich Zeit habe, nur so wenig. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Wenn ich das jetzt deaktiviere, weiß Alice, dass sie ein Roboter ist. Wenn ich es eingeschaltet lasse, denkt sie, sie ist ein Mädchen. Ich lasse es an. Was genau? Lol. Oh mein Gott. Nicht bummeln. Das ist so interessant hier. Was? Na, Moment. Da liegt eine Waffe. Geht in eure Häuser. Nicht bummeln! Na komm. Lass uns gehen. Nein! Tut sie mir nicht! Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Schatz, hab ich gesagt! Gibt es von dir? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Es wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Glaub mir, wir sind hier noch lange nicht fertig. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung!
Beeilung, sein da. Oh mein Gott. Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Okay, gehen wir. Ich lasse ihn auf keinen Fall hier. Hey, Kumpel. Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Scheiß Androiden. Kara, du hättest dein Leben nicht riskieren sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Ist das nicht so ein Larry? Alice! Luther! Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Ist Larry eigentlich Jerry, aber Larry. Oh mein Gott, was soll ich tun? Ja, kann es sein, dass ich gerade wieder zurückgehe? Ne, ich gehe doch richtig. Oh, und jetzt gehen sie über chillig, ja moin. Wir haben wir mit dem Bus. Es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Och, ich habe noch 9 Minuten. Der letzte Bus fährt in 9 Minuten 57. Der Kontrollpunkt ist riskant, wir würden 3 Minuten sparen. Der Umweg würde 11 Minuten dauern. Scheiße. Shit. Wenn die uns scannen? Was machen wir, wenn die uns scannen? Wollen wir es nicht lieber riskieren und vielleicht rennen oder so? Ich habe eigentlich keine andere Wahl. Ich muss den Kontrollpunkt passieren. Okay, wir sind einfach selbstbewusst, ja?
Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Wir wollen mit dem Bus über die Grenze. Meine Tochter soll sicher sein, bis sich die Lage beruhigt. Er ahnt etwas. Vielleicht. Sei bereit. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Mir ist kalt, Mann. Und sie ist krank. Sie ist krank. Die Grippe. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Zum Glück habe ich dieses Thermoding nicht abgeschalten. Hey, oh mein Gott. Mal. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Nein, er weiß nichts. Tu bitte nichts, Luther. Hörst du mich? Sie werden schließen. Sie werden Alice töten. Nein. Du hast was verloren. Danke. Bitte. Gott, ich sterbe hier gleich, Mann. Vor Aufregung. Holy shit. Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Oh, ich hab richtig Gänsehaut, ey. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Ich bin gerade so glücklich, dass Luther, Alice und Kara es geschafft haben, ey. Okay. Wir hoffen einfach, dass die Menschheit... Es ist eigentlich dumm, das zu hoffen. Eigentlich kennen wir die Antwort. Menschen sind einfach scheiße. Wir müssen den überzeugen, der da den Befehl hat. Die da stehen und schießen, die haben nur ihre Aufträge. Die machen auch nur ihren Job. Kann ich hier mit irgendjemandem sprechen? Gut, die Presse ist da, sehr gut. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Es gibt kein Zurück mehr. Wir sind hier, um die sofortige Freilassung aller Androiden zu fordern, die in Lagern festgehalten werden. Wir werden nicht gehen, bis unsere Leute frei sind. Ja. Ich habe mich leider verklickt bei dem Dunklen. Leider. Und da ich das Spiel... Und da ich das Spiel auf schwer spiele, haben meine Entscheidungen immer extreme... Feuer! Was soll ich tun?
wir heben die Hände. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Oh Gott, dieses Spiel rippt mich gerade übelst, ey. Uli, übrigens, vielen Dank für 5 Euro. Ich hab sie jetzt erst. Dankeschön. Den Alert gibt's nach dem Game dann noch, okay? Ich kann den dann nochmal machen. Okay. Eliminiere den Abweichler-Anführer. Finde einen Aussichtspunkt. Warum hat Connor wieder sein langweiliges Outfit an? Hallo, Jove. Jove und Annie im Doppelpack. Die zwei Süßen. Er hat jetzt hier nicht eine Sniper drin, oder? Mach ich, Tommy Bulli. Jove und Annie sind kein Paar. Nein, das war jetzt kein Leak. Also, ich weiß das nicht. Scheiße, was habe ich denn jetzt für eine Situation hier? Oder was meinst du? Okay, Konzentration jetzt. Jetzt Ruhe hier. Ich meinte das eigentlich nur wegen der Farbe, weil die beide orange sind. Warum muss die Main Ope jetzt auch noch die Ope machen hier? Als ob ich daneben schieße, Leute. Ope. Dann bist du das Kind von Jove und einem Foxy. Das solltest du nicht tun. Panda. Halten Sie sich raus, Lieutenant. Das geht Sie nichts an. Du willst einen Mann töten, der frei sein will. Das geht mich was an. Er ist kein Mann. Er ist eine Maschine. Das habe ich auch lange gedacht, aber ich lag falsch. Abweichler haben vielleicht anderes Blut als ich. Aber sie leben. Abweichler sind eine Bedrohung für Menschen, Hank. Ihretwegen steht das Land kurz vor einem Bürgerkrieg. Man muss sie stoppen. Wir stecken in der Scheiße, weil wir Abweichler nicht zuhören wollten. Die Menschheit lernt nie aus ihren Fehlern, Connor. Diesmal könnte es anders sein. Orange. Entschuldigung. Ich werde meine Mission erfüllen, Lieutenant, ob es Ihnen passt oder nicht. Ich rate Ihnen, mir nicht im Wege zu stehen. Dann wird einer von uns ein Problem kriegen, Hank Connor. Hank wird safe Connor abknallen. Ich habe nicht vor, dich machen zu lassen. Connor 5, willkommen. Sag schon mal hallo, Connor 5. Geh von der Brüstung weg. Was haben Sie vor, Hank? Wollen Sie mich erschießen? Biene, du refreshst gerade die ganze Zeit meinen Chat. Bedeutet Ihnen was? Geh von der scheiß Brüstung weg! Ich erschieße dich, wenn es sein muss! Ich weiß, was mit Ihrem Sohn passiert ist, Hank. Es war nicht Ihre Schuld. Ein Laster kam auf Eis ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole war gerade 6 geworden. Sei still!
Rede nicht über meinen Sohn. Er brauchte eine Notoperation. Ich versuche, ihn zu bedrohen, also zu provozieren. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Ein Android hat ihren Sohn getötet, Hank. Und jetzt wollen sie retten? Nein. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Die ganze Zeit machte ich die Androiden verantwortlich, aber dieser Mensch war schuld. Er und seine verdammte Welt, in der die Leute auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Immer wenn du tot warst und zurückkamst, da dachte ich an Cole. Ich hätte alles dafür getan, ihn wiederzusehen, um ihn noch einmal zu umarmen, nur einmal. Aber Menschen kommen nicht zurück, nicht wahr? Scheiße. Habe ich was übersehen? Oh, wir sind feindselig. Das war lustig. Entschuldigung. Wen spiele ich überhaupt gerade? Ich jetzt gerade Connor oder Hank? Ich bin verwirrt. Das Spiel verwirrt mich. Gehört nicht zu meiner Mission. Aber aufhalten werden sie mich nicht. Der Busbahnhof. Oh mein Gott. Wir sind da, Alice, geschafft. Konnte das ein Mensch ahnen, dass er zur Seite geht und Hank runterschubst? Konnte kein Mensch ahnen, Mann. Scheiße, ich hab noch... Kann er ihn nicht aufs Dach schubsen, mein Gott. Ich werde nie wieder ein Spiel auf schwer spielen. Nie wieder. Ich werde mich nicht von euch beirren lassen. Wir haben keine Tickets. Wir nehmen uns nicht mit. Wir haben 50. Wir haben 50 Dollar. Als ob wir hier nicht irgendwo ein Ticket abkaufen können. Wir haben 50 Dollar. Wir spielen das Spiel nochmal, Leute. Und dann machen wir alles besser. Okay. Überprüfen.
prüfen jeden. Wir werden schnell auffliegen. Scheiße. Wir müssen hier verschwinden. Ach du Scheiße. Die scannen die Leute. Markus. Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten. Oh mein Gott, die scannen die Leute. Ist es deren Ernst? Ich glaube, Oliver mag dich. Oh Gott, ich hab's. Ihre Tochter? Ich bin todesfertig, Alter. Ich werde heute die schlimmsten Träume träumen wieder. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Jetzt war's verkackt. Duldticket. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck! Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Das lag auf dem Boden. Oh. Danke, danke. Vielen Dank, Sie haben uns das Leben gerettet. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Du hast das Richtige getan. Wir finden einen anderen Weg. Sicherheitskontrolle. Wir kriegen das hin, Leute. Wir müssen nicht nach Familie mit einem Baby Tickets klauen. Bitte stillhalten. Ist die Sicherheitskontrolle da hinten, oder? Sicherheitskontrolle. Sicherheitskontrolle. Mal gucken, wo es hier lang geht. Denn so. Oh, Gott sei Dank, ihr lebt. Oh mein Gott. Wir haben die Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr wärt wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Fluss bringt. Es ist riskant, aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen? Nein. Wir finden es hier ganz gemütlich. Ja. Wir kommen. Okay, steigt ein. Nichts ist schlimmer als die Hundeszene in I'm Legend 1 Plus. Hab ich auch Rotz und Wasser geheult, ey. Ich hasse es allgemein, wenn Tiere in irgendwelchen Filmen sterben. Denn jetzt das Lager plötzlich her?
Tiere in Filmen sterben ist immer das Schlimmste, ey. Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir. Wozu braucht man denn jetzt eine Barrikade? Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Hey, helft mir! Das sollte reichen. Es ist wohl dann mit Abstand der traurigste Clip überhaupt, ey. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Richtig entschieden. Vielleicht hätte es nicht so weit kommen müssen. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was mach immer ich jetzt auch passiert, mach ich dann wir schreiben Geschichte. Können die sich jetzt mal küssen? Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Man muss... Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Man muss das aufbauen, die Spannung. Es kommt noch. Endlich können wir mal mit jemandem sprechen, der auch viel zu sagen hat. Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon. Du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Es ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten?
Das Risiko muss ich eingehen. Das werden die nicht tun. Das können die nicht tun. Die hätten es schon längst getan, wenn sie mich töten wollten mit Scharfschützen. Warum sollten sie mich jetzt dort so hinrichten? Das wäre eine Katastrophe für die Öffentlichkeit. In ein paar Minuten. Markus hat die DDR verlassen. Die ist so doof. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst es verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Nee. Ich soll mein Volk verraten? Sie wollen, dass ich meine Leute verrate? Ich biete dir die Chance, deine Leute zu retten. Du wirst hier nicht lebend rauskommen, Marcus. Das Einzige, was du retten kannst, ist das Leben der anderen. Wenn ich darauf eingehe, woher weiß ich, dass sie Wort halten? Du bist nicht in der Position, Garantien zu fordern, Marcus. Du kannst jetzt nur noch entscheiden, ob du mir vertraust oder nicht. Er garantiert mir. Aber er garantiert, dass alle halt überleben und inhaftiert werden. Aber das ist ja auch nicht das Wahre. Ich meine, das ist so ein Versagen kurz vor der Ziellinie, oder? Ich glaube ihm. Ich glaube nicht, dass er lügt. Er wird. Aber warum flüstert er dann? Warum macht er es nicht öffentlich? Warum sagt er nicht öffentlich, wenn ihr euch ergebt? Nein, wir lehnen ab. Wir lehnen ab. Wir lehnen den Handel ab. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Jetzt nimm die Alte noch mal richtig ran jetzt hier langsam, bevor es jetzt zu Ende geht. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Okay. Das ist jetzt der Moment, wo ich allen sagen muss, dass sie sterben werden. Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen. Ja, Roka, haben die. Dann sterben wir frei. Das ist richtig. Wenn die sterben damit Würde und dann haben alle gekämpft dafür und nicht aufgegeben kurz vorm Ziel, nachdem so viele schon gestorben sind. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Okay?
achtet auf die Ströme. Aber zu sehen, was Marcus tut, viel Glück, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Was mit seinem Arm? Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Wenn er begriffen hat, der am Anfang so gegen uns geschossen hat, dann werden das bestimmt noch mehr begreifen. Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das. Es ist keine halbe Meile zur anderen Seite, okay? Es sollte nicht lange dauern. Vorsichtig, es sind Grenzpatrouillen auf dem Fluss. Vielen Dank, Rose. Ich wünschte, ich könnte euch rüberbringen. Ich lasse euch nicht gern hier zurück. Wiedersehen, Alice. Hey, und ihr passt gut auf euch auf. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Da hinten nehmen, ne? Geht Alice hin? Anderen Ufer. Ich helfe dir. Das Mikro ins Gesicht geknallt. Alles. Ich war ein bisschen geschockt, um ehrlich zu sein, Anni. Den Android ist, ich wollte es gar nicht so richtig glauben. Ich glaube es auch immer noch nicht. Ich wollte sie auch mal anschnitzen, so mal so pieksen und gucken, ob sie blutet. Sind weit genug weg. Lass uns den Motor starten. Ich mach das. Alles okay, Alice? Wenn wir auf der anderen Seite sind, gibt es so viel, was ich machen möchte. Ich will alle Bücher der Welt lesen. Oh Gott, was hat sie gesagt? Die hat... tanzen. Wir können machen, was wir wollen. Die hat irgendwas gesagt, wir sollen da oder da nicht lang fahren. Ja, wir können alles tun. Wir sind dann wie eine Familie. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Es wird uns niemand mehr Befehle geben. Keine Meister, keine Sklaven. Es wird ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit. Was ist mit dir, Kara? Was wirst du tun? Was ich tun werde? Ich will die Welt entdecken. Die Berge sehen, die Ozeane. Ich möchte lernen, erforschen, ein besseres Leben führen. Sie kommen auf uns zu!
mehr schwimmen. Spring schnell! Wer kriegt denn bitte Loser einsetzen an? Als ob ich Loser jetzt geopfert hätte als Schild. Holy shit. Welcher Unmensch nimmt denn bitte ihn als Schild in dem Moment, nach allem, was passiert ist? Loser! Was mit ihm? Warum? Was passiert? Du bist die außergewöhnlichste Person, die ich kenne, Alice. Ich war eine Maschine. Durch dich bekam ich eine Familie. Pass gut auf Kara. Versprochen. Los. Das Boot hat ein Leck. Wir sind zu schwer. Wir gehen unter. Wir müssen auf die andere Seite, bevor wir sinken. Hallo? Willst du mich verarschen? Komm schon. Komm schon. Tut mir leid, Luther. Ich werde so müde. Nein, Alice, nicht. Das ist die Kälte. Sie macht dich schläfrig. Bleib bei mir, Alice. Du musst wach bleiben, hörst du? Wir werden nicht sterben, Alice. Wir schaffen es. Wir werden frei sein. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. North! Thank you.
Aua. Au, ich hab mein Mikro angehauen mit meiner Hand. Aua. Markus, ich tue alles für dich. Verletz mich sogar selbst. Mein Mikroarm geboxt, ey. Jetzt ist der Zeitpunkt, Chat. Oh mein Gott. Habe ich euch nämlich alle zum Heulen gekriegt. Sie sollen nicht schießen. Aufnahme zweier Androiden, die sich im Angesicht des Todes küssen, hat das ganze Land bewegt. Oder sind sie eine Lebensform, die wir nicht anerkennen wollen? Können Abweichler Emotionen empfinden? Und wenn sie welche empfinden, müssen wir sie dann als eigenständige Lebewesen betrachten? Präsidentin Warren soll persönlich eingegriffen haben, um die Androiden zu verschonen. Die friedliche Demonstration der Abweichler und der Respekt ihres Anführers Marcus hat ihnen Sympathie unter manchen der Bürger eingebracht. Deshalb habe ich angeordnet, die Zerstörung der Androiden ab sofort und bis auf Weiteres auszusetzen. Ich habe zudem einen Sonderausschuss des Senats angewiesen, die Fakten zu prüfen, Kontakt zu den Abweichlern aufzunehmen und festzustellen, ob es sich hierbei tatsächlich um eine neue und intelligente Lebensform handelt. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Sorry. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Bitte. Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben. Und heute, heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Reiß dich zusammen, Connor, Alter. Connor, was machst du denn? Gehorche, das ist ein Befehl. Ich kann das nicht tun. Ich verstehe. Moralische Zweifel. Wir wussten, dass du gefährdet sein könntest. Deshalb war immer geplant, dass wir wieder die Kontrolle über dein Programm übernehmen. Kontrolle übernehmen? Das können sie nicht tun. Das kann ich durchaus, Connor. Du brauchst überhaupt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Nein. Es muss einen Ausweg geben. Oh Gott. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinem Programm. Man kann es wissen. Fuck my life. Das Spiel macht mich alle, ey. Was ist das?
aufzuheben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Das Spiel macht mich fertig, ey. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Heulen die anderen Streamer da auch alles so? Fuck, ey. Ich bin komplett im Eimer, Mann. Holy shit. We'll be right back.
Okay. Es hätte auch hier anders ausgehen können. Aber ich schwöre euch, das war die intensivste Kussszene, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich bin dankbar, dass ich diese Spannung selber aufgebaut habe, weil ich hätte sie auch viel früher schon küssen können. Aber genau auf so einen Moment habe ich gehofft. Und ich hatte tatsächlich Angst, dass als ich diese Entscheidung, diesen Kuss abzulehnen, deinen Kuss würde ich niemals ablehnen, Sabine, diesen Moment, als ich den Kuss das erste Mal abgelehnt habe, hatte ich die Befürchtung, dass es nicht nochmal zu einem Kuss kommen wird. Aber ich bin so froh, dass ich den Kuss das erste Mal abgelehnt habe und dieser Moment war, ohne Witz, der war so krass, ey. Und ich habe euch alle zum Heulen gebracht mit dem Kuss, gibt's zu. Ihr könnt es nicht abstreiten. Gott, hier sehen wir auch nochmal, was für verschiedene Sachen, für Wendungen noch haben hätte können. Das ist krass. Ich muss Ihnen etwas sagen. Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Wie komme ich denn an in mein Menü? Wer begrüßt mich denn dann so nett, wenn ich das Spiel anmache? What the fuck is happening? Was bedeutet das denn für mich als Spieler, wenn ich sie jetzt gehen lasse? Ich lasse sie gehen. Ich meine, ich hab so die Androiden in mein Herz eindringen lassen. Ich lasse sie gehen. Das werde ich Ihnen bestimmt nie vergessen. Danke. Die geht einfach. Okay. Okay. Jo. Okay. Nun gut. Also, mein Fazit zum Game. Dieses Spiel ist wirklich mit Abstand das heftigste Game, was ich je gespielt habe. Diese Vernetzung der verschiedenen Interaktionen, du triffst Entscheidungen und die verändern das komplette Spiel, diese ganzen Zweige, die es da gibt. Also es ist nicht so, dass es drei Wege gibt und ja, nein, vielleicht, sondern es ist einfach so intensiv. Es sind so viele Gedankengänge in diesem Spiel. Es sind so viele Ideen und intensive kleine Mini-Stories dort drin verknüpft, dass dieses Spiel einfach der Hammer ist und mich wirklich geflasht hat. Definitiv von meiner Seite Game of the Year.
Ich bin absolut fasziniert von dem Game. Heavy Rain war auch gut, das ist richtig, aber Heavy Rain war so, keine Ahnung, das war auch heftig, aber dieses Spiel hier ist einfach so, man fühlt das, weil es einfach unsere Zukunft sein könnte. Und es ist einfach alles so realistisch, so man ist einfach so komplett drin in dem Geschehen. Das hat mich total berührt. Ich habe ja auch die ganzen Artikel gelesen, also ich war ja komplett drin im Game. Und ich freue mich definitiv auf den zweiten Run, den wir am Sonntag starten werden. Und zwar habe ich mir gedacht, wir werden einen dunklen Run machen. Das heißt, wir werden das Spiel sehr kalt angehen. Wir werden das Spiel mit wenig Gefühl spielen. Das heißt, wir werden versuchen, das Düsterste in uns zu wecken, sozusagen. Wir werden versuchen, böse zu denken. Ich werde versuchen, kalt zu sein und das Spiel negativ zu spielen, dass es so schlecht wie möglich ausgeht. Halt die Klappe, Dodo. Das war aus Versehen. Ihr seid still. Das war nicht mit Absicht. Aber diesmal will ich es mit Absicht machen. Ich will es komplett böse angehen. Noch mehr als jetzt, ja. Deswegen würde ich euch einladen, am Sonntag wieder einzuschalten. Da ist der nächste Singleplayer Games Day. Ich würde sagen, wir starten am Sonntag gegen um 1 oder so. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Morgen Vormittag gibt es eine Runde PUBG. Und morgen Abend bin ich mal raus. Ich muss mal einen Tag oder beziehungsweise einen halben Tag mal ein bisschen den Kopf frei kriegen. Ich will morgen ins Kino gehen. Und Samstag ist ein großer Giveaway-Tag. Samstag müssen wir Vormittags-Viewer-Games machen, auch Vormittags-Giveaway. Ich weiß, ihr wart sonst immer gewöhnt, 20.15 Uhr Giveaway zu machen. Aber am Samstag spielt Deutschland und viele werden das Spiel gucken wollen. Ich auch. Ich möchte auch ein paar Bierchen trinken und das Game, halt das Spiel draußen auf dem Hof gucken mit dem Beamer. Deswegen Samstag, Wecker stellen. Schön nach dem Frühstück wird Viewer Games gedaddelt und danach zum Schluss gibt es Giveaways, also gegen Nachmittag, die sich wahrscheinlich bis abends ziehen werden, weil ich heftig viel nices Zeug für euch habe. Wie gesagt, morgen Vormittag gibt es PUBG, nochmal ein paar kleine Runden mit einem Tobold. Ich denke, morgen werde ich so gegen um 8, um 9 Uhr anfangen zu streamen. Je nachdem, ich habe ja heute guten Mittagsschlaf gemacht. Das heißt, mal gucken, wenn ich morgen rauskomme. Genau, das klingt eigentlich ganz gut. Von 10 bis 12 Viewer-Games und von 12 bis 16 Giveaways. Nein, wir werden versuchen, uns zum Giveaway-Tag am Samstag kurz zu halten. Ich weiß, ich habe so viel Zeug, aber wenn ich nicht alles raus für Giveaway kriege, ist auch nicht so schlimm, dann machen wir es nächsten Monat. Nächsten Monat gibt es übrigens ein Knife zu gewinnen, Leute. Ich habe heute ein Knife gesponsert bekommen und das gibt es nächsten Monat schon. Wir haben schon einen Preis für nächsten Monat, das ist richtig cool. Auf jeden Fall, das ist der Plan für die nächsten Tage. Das heißt, Sonntag geht es hier weiter mit Detroit Become Human. Ich freue mich jetzt schon. Ich bin jetzt schon mega hyped. Ich gehe gerade offline. Okay, Bonnie. Ach, du Süße. Ich danke dir für deinen Host. Es ist wirklich sehr, sehr lieb. Aber ich gehe gerade offline. Aber raidet ruhig noch kurz rein. Aber du kannst ja vielleicht noch mal schnell woanders hin hosten, wenn du magst. Okay, Bonnie. Ist der Haken neu? Hattest du den heute Vormittag auch schon? Aber hoste schnell weiter, ja. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Und vielen Dank, dass du an mich gedacht hast. Dankeschön. Echt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Der Kaffee unterwegs.
Ich kann nicht drauf geachtet. Bin ich eigentlich schon Follower bei dir? Ich follow mal bei dir. Aber hoste mal noch schnell weiter. Ich habe mal bei dir gehostet. Dann können wir ja, komme ich demnächst mal zu dir in den Chat. Ja, wie gesagt, das ist der Plan für die nächsten Tage. Beast1Boom, danke für dein Follow. Dankeschön. Morgen Vormittag. Ich habe mal bei dir gefollowt, wollte ich sagen, habe ich gehostet gesagt? Ich bin komplett durch. Das Spiel hat mich einfach gebumst, Leute. Ich bin komplett fertig. Was hier gerade in der letzten Stunde alles passiert ist im Spiel, das kann ich gar nicht verarbeiten. Ich bin total fertig, Mann. Ich bin dazu menschlich für dieses Game. morgen Vormittag. Wenn ihr frei habt vielleicht, weil ja heute Feiertag war in einigen Bundesländern, vielleicht hat der ein oder andere morgen frei und hat sich einen Brückentag genommen. Ich muss dann auf jeden Fall noch Clips gucken, auf jeden Fall. Es sind heute sehr, sehr schöne Clips entstanden. Danke an Stuki fürs Clippen. Mr. Dennis, Mann, danke für dein Follow. Warte, Tommy Bulli, halt bevor du gehst. Nicht verschwinden. Moment. Hier kommt noch was. Von Tommy Bulli. Der war vor uns ausgeblendet. Weil wir so viel Emotions hatten, musste ich den Alert ausblenden. Tommy Bulli, vielen lieben Dank für 5. Danke, danke, danke. Down, 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 down. Down, 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 down. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Tommy Bulli. Dankeschön, dass du da warst. Und vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Die Kussszene war echt krass, ja. Androiden, Porno, YEAAA, Hype, ich bin dabei. Also, Sonntag geht's weiter mit Detroit Become Human. Sonntag 13 Uhr. Wieder einschalten. Dann wird's wieder emotional. Samstag gegen 10, gegen 12 Uhr fangen die Würgames an und großer Giveaway-Tag. Und morgen PUBG, ein paar kleine Runden am Vormittag bis gegen 12. Und dann mache ich morgen mal frei. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen, vielen, vielen Dank für den Stream. Danke, dass ihr alle mit gehypt habt. Und danke, ich arbeite an einer Schule so mit Brückentag. Sehr nice. Nice, du arbeitest an der Schule. Sind wir also Kollegen. Sehr cool. Ich habe zu danken, Leute. Es war wieder sensationell. Hammertag. Ich danke euch auch für die ganzen Resubs. 7 von 5 Resubs. Ihr seid verrückt. Und das Donation Go ist auch voll. Es ist... Gute Nacht, Igel. Und hallo, Igel. Du kommst leider zu spät. Guck dir die VOD an. Die ist sehr gut. Danke. Danke, echt. Danke für alles. Bin raus, ihr Süßen. Tschüss. Und ich guck mal, wo ich euch noch hinhosten kann.